Ich glaube, es wäre jetzt besser, den Killer zu machen. Die Hinweise erstmal zu suchen. Ich könnte dir dabei helfen, ich hab die schon durch. Also ich bin ja bei dieser einen Stelle hier. Bei, ja, Sandy Shores Flughafen. Warte mal, ich muss mal gucken, wo genau das liegt. Oh, ich bin ein Stück zu weit zu weg. Ja, ein Glück, dass ich ein paar interessante Orte da gemacht habe. Oh, meiner ist ein Krüppel geworden. Die erste Stelle habe ich ja, finde ich ja leicht. Die erste Stelle hier. Wo ich ja bin, guck mal auf Karte. Ich könnte dir zeigen, wo das ist, aber ich bin im Zug. Ey, ich stehe davor. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ja. Deswegen, das ist ja leicht, die eben gerade gewesen. Aber hier bei Travers Flughafen, da bei Graspied, da ist so ein alter Bauernhof und wie genau da ist so eine Brücke, wo die Machete drin ist. Ich weiß wo. Warte mal, ich mach mal meinen Motorradklappen mal kurz mal auf. Brauch mal schnell. Die Oppressor wollte ich nicht. Wieder einlagern. Nimmst du mich dann mit, wenn ich bei dir bin? Oder ich mach das so, dann kommst du schnell mal zu mir. Holt sich mich mal ab. Und dann lasse ich mich fahren von dir. Und du machst die Markierung überall ran. Ja. Und du sagst dann, ob es richtig ist oder nicht. Ne. Yeah. Genau. Den ersten Hinweis habe ich ja gefunden. Sehr gut. Ich weiß ja, wo die ungefähr sind. Genau. Ich klaue mir ein Auto von der Straße jetzt. Mach mal, mach mal. Die Hand ist aber dadurch wieder weg, ne? Nee, die behältst du bei dir. Aber jetzt von der Stelle, ne? Weg. Ja. Wo ich gerade kurz mal weg war von der Stelle und dann wieder hingegangen bin, ist die Hand wieder weg. Ich weiß, die gibt es nur einmal. Ja. Für jeden Account, der das spielt und das durchmacht. Alter, jetzt habe ich 3 Meter weit laufen. Eins, zwei, drei, fertig. Jetzt hat sie einfach nur Probleme. Frag mich das nicht. Aber ich kann diesen einen interessanten Ort jetzt mal wegmachen. Habe ich ja schon. Fertig. Genau. Ah, wie lange brauchst du noch? Ich komme ja Hubschrauber. Scheißbaum. Da bin ich schneller bei dir als du bei mir. Ich fliege auch mit einem Buzzard. Muss ich mich mal kurz bei Motorradclub anmelden. Kann ich gleich den wieder einlagern lassen. Wie lange brauchst du? Da hätte ich schon zwei oder drei Hinweise schon
Hängst fest. Gefunden, bis du ankommst. Du weißt, wie lange der Hubschrauber ist. Eigentlich ist der Buzzard der schnellste, soweit ich weiß. Gar nicht, das ist der Deluxo, der schnellste Fahrzeug. Deluxo ist nicht das schnellste, kann ich dir ja schon mal sagen. So, nächster interessante Ort ist hier. Okay. Ich weiß auch wo. Mein zweiter Account hat die Waffe schon. Ja, geil. Deswegen weiß ich auch einiges darüber. Du kennst auch die Minenschacht, ne? Ja. Ich weiß nicht mal, wo der hier ist. Oh, jetzt auswendig kann ich dir auch nicht sagen. Aber dort in der Nähe, irgendwie. Gerade wo ich gerade gefunden. So. Den zweiten Ort. Gefunden? Ja. Den interessanten Ort mache ich auch mal weg. Sehr gut. Locker 10.000 Grad gemacht. Für zwei Hinweise nur. Ich weiß. Hubschrauber Express. Warte mal. Die muss ich dafür bezahlt werden, dass ich dich von A nach B fliege. Leck mich! Ich hab die Beschäftigung, du musst mich bezahlen dafür. Ich krieg auch keine Bezahlung dafür, dass ich dich mitnehme. Du kriegst einen Furz. Ah, nee, den kriegst du nie aus. Immer. Ja. 24/7. Hey. Ja, du. Ey, ich hab mir gedacht, manche Fürze, die ich hatte, ne? Da habe ich mir gedacht, ey, warum konnte ich mir die nicht aufheben für andere Situationen? Ja, Mann. Wo ich mir wirklich denke, scheiße. Aber da sage ich wirklich richtig scheiße dann. Jetzt gehen wir mit der Machete, ne? Machete ja, holen. Da ist es. Ja. Genau hier vorne, genau wo du landest. Rechts. Ja. Genau hier. Alter, 14. Wie viel hast du jetzt gefunden? Das war jetzt der dritte. Jetzt noch zwei. Ich muss kurz was essen. Mach mal. Deswegen. Ja, Dam-Dam bist du auch, ne? Ich meine Sarah. Was macht die schon wieder? Hörst du das nicht? Sie nascht. Sie hört Musik. Kann sie auch noch was anderes als naschen. Sage ich dir nicht. Musst du selber herausfinden. Zweideutig. Ja.
Du hast am schnellsten das gelernt, dass ich zweideutig manchmal denke. Wie lange kennen wir uns schon? Oh, 2 Jahre jetzt? Zwei? Drei. Knappe drei schon. Ja. Auf jeden Fall 2 Jahre auf jeden Fall. Oh, mach mal das leiser bitte. Danke, 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 danke. Leise, wenigstens leiser bitte. Danke. Auch, muss auch nicht zu leise machen, ne? Ja, mach mal. Mach mal, mach mal. Geh mal, Schlafzimmer. Ja, Mann. Gerd treibt halt euch ein Bett. Ich schlaf auf der Couch oder so. Ja, moin. Genau hier dazwischen ist das. Ich weiß. Ich muss da irgendwo landen, dass du es ihn findest besser. Denn ich weiß, wo das ist. Ich weiß auch. Hm. Ich mach das ein zweites Mal durch. Auch. Okay, mich nur bringen, sag ich mal, ne? Mhm. So indirekt machst du zweimal, wenn man so überlegt. Mhm. Und der fünf. Es gibt 5 Möglichkeiten, wo der Transporter. Noch 4 weitere. Wo die Möglichkeit ist, dass er direkt spawnt. Also bei mir war das genau da, wo der Flughafen war, da ist der Van gespawnt bei mir. Dieser Killer, ne? Egal wo du bist, der spawnt das da. Nur in Blaine County zählt das. Am Flughafen direkt? Du musst nicht direkt am Flughafen sein. Von Trevor. Ich kann dir jetzt was beweisen. Jetzt gleich, wenn ich den Wagen gefunden habe. Ja. Zeige ich dir. Hallo, Schor, flieg mal schneller. Es muss 19 Uhr sein. Dann. Der spawnt dann direkt hinter dir. Hä? Was ist das? Mein Auge. Haben wir schon mal das Mysterium um Mount Schlepp gelöst? Noch keiner so wirklich. Es wird nur spekuliert wegen den Mount Schillert Berges, ne? Was dieses mit den Augen und so zu tun hat. Mit UFOs habe ich habe das. Das Auge ist das UFO. Das was direkt über den Mount Chiliad ist. Das Ei ist doch unbekannt. Das Jetpack ist auch noch unbekannt. Nein, wir haben doch das Jetpack schon. Ja, die was du in der Basis, glaubt in der Basis stehen hast, soll das Jetpack sein. Da aber da gab's nichts. Hier ist irgendwo dieses. Nein. Nee. Da vorne. Aber steht nicht. Nee. Steht nicht. Jetzt müssen wir mal weiter. Oder hier vorne irgendwo an der Bahn bleiben. Du meinst, warte mal. Ich meinte da hier, vorne, wo die hier, ne? Genau. Ungefähr die Stelle. Genau. Könnte auch direkt spawnen. Ja. Okay. Eins. Erste Stelle, wo der spawnen würde. Der zweite. Jetzt die zweite Stelle. Genau. Auch hier meinte ich das. Genau hier habe ich den Van bekommen. Es heißt nicht, dass der bei mir direkt spawnt, ne? Muss nicht, ne? Weil es auch unterschiedlich spawnt.
Nee. Und? Nein. Ich laufe extra direkt einmal hier durch. Nee. Ist nix. Nee. Ich wusste, dass er bei mir hier nicht spawnt. Und bei der anderen Stelle auch nicht. Ich habe eine leise Vermutung, wo er spawnen könnte. Direkt. Irgendwo vor Zankundo da vorne. B. So in einer Säule, ne? Denkst du, ne? Ja. Oh ne. Ich könnte jetzt ja. Ich meinte den Tempel, der da vorne ist. Wo hier meinst du, wo auch. Meinst du hier? Guck mal auf Karte. Nein, hier meinte ich das. Hier spawnt er. Siehst du das auf meine Karte? Ach, da hinten, ja, doch. Da können. Ja, da meinte ich. Da. Genau. Da ja. Da. Ich habe die Stelle richtig markiert. Gut, bei mir habe ich das so gemacht, nur dass ich da hinkomme. Da vermute ich eher, dass er da direkt spawnt bei mir. Das glaube ich auch. Am Militärbasis, mal so gesagt. Hm? An der Militärbasis. Genau. Ist es ja. Da hatten wir eben gerade uns aneinander vorbeigeredet. Ja. Ich habe die Säule weiter unten gemeint. Mhm. Wo die Arbeiter und so sind, da in der Nähe von der Grube. Obwohl du hier vorne gemeint hast. Ich meinte hier vorne, genau. Irgendwo. Ah ne, falsch. Eine Insel halt. Das war das Eis. Ja. Ja, der ist hier gespawnt. Jetzt ernsthaft? Ja. Wie ich mir schon gedacht habe. Diese Stelle hier, aber ich wollte es erst nicht glauben. Es kann immer sein, dass er woanders spawnt. Und? Zack. Ich muss jetzt nur noch warten bis 19 Uhr. Genau. Dann können wir jetzt mal ein bisschen durch die Gegend fliegen. Jetzt bekomme ich eine SMS, unbekannt. Ich habe die Schnauze voll von deiner Schnüffelerei. Ich will dir nichts vormachen. Was als nächstes passiert, wird dir nicht gefallen. Alter, voll heftig, sowas. Wenn es echt wäre, wären wir unheimlich geworden. Ja, ne? Richtig unheimlich. Muss ich wirklich ehrlich sagen, wenn einer mir das sowas schreiben würde und das in die Tat umsetzen würde, wie im Spiel. Boah, ja. Ich glaube, ich hätte Angst um mein Leben, muss ich sagen. Nicht nur du, so wie ich. Ich glaube, einer, der direkt dann herausfindet, da, wo ich gerade mich aufhalte und kommt da hin und will mich abschlachten. Alter. Ich stimme ja schon so glücklich vor. Ich beweise es dir gleich. Du musst nicht am Flughafen von Trevor sein. Da unten, wo er die eine Mission, sag ich mal, macht und wo er diesen Flughafen auch einnimmt. Da musst du nicht hin. Wo Trevor in der Nähe wohnt, hier, genau hier, musst du nicht hin. Ne, ich meinte den anderen Flughafen da hinten. Da kannst du auch stehen, egal wo du stehst. Ich will mal wissen, dass wir chillen da bis 19 Uhr. Du kannst auch auf Montchilliard, glaub ich, sein, wenn ich mich da nicht täusche. Und da würde er auch auftauchen. Jetzt will ich's wissen. Flieg mal auf den Montchilliard, ich will's jetzt genau wissen. Taucht er da auch auf? Stell jetzt mal, bei mir ist er da oben aufgetaucht. Na? Du musst nicht die YouTuber glauben, die da sagen, nein, bei mir komm mal zu diesem Flugplatz, sag ich mal, ne? Und dann taucht er auf jeden Fall dort auf. Ich kann das Gegenteil beweisen.
Ich habe mich erschrocken, wo im Spiel 19 Uhr geworden ist und dann auch vor allem hinter mir. Ich war bei meinem Kokainlabor gewesen, ne? Da habe ich mir gedacht, what the fuck? Ey, nix ahnt. Mach ich doch gerade. Ja, moin. Du bist direkt in meinem Video. Ja, geil. Richtig geil. Deswegen, da kann ich 100% sagen, man muss nicht zu diesem einen Flughafen fahren oder fliegen. Jetzt bleiben wir oben hier am Mount Chiliad. Besser ist es. Ich will mal wissen, ob er da hinkommt. Ob er sich den weiten Weg oben nach, sag ich mal in Anführungsstrichen, den Weg oben nach Mount Chiliad macht. Der schreibt ja Erdschnauze voll, ne? Und er kommt dahin, wo ich mich gerade bewege. Ja. Vorsicht, Kevin, aus dem Weg. Und das will ich jetzt genau zu 100% wissen. Er kann mich jetzt nicht direkt von hinten angreifen. Er muss von vorne. Bei mir ist er von hinten hinter meinem Rücken gespawnt. Ja. Ich habe es nicht mehr gemerkt. Ja, der spawnt direkt hinter meinem Rücken. Warum mache ich das jetzt so, dass er mich nicht direkt von hinten angreifen kann? Ja, aber du musst ein bisschen, wo es freie Ebene ist, so wie hier, und dann geht es. Alter, ein Kumpel kommt mit einem MK2 Bike. Warte. Aber er wird nichts machen. Er wird nichts machen, solange du nichts machst. Werde ich auch nichts machen. Und er sieht ja, dass ich in der Nähe bin. Ja, praktisch. Dann kann er auch schon, sag ich mal, mit rechnen, dass du zu mir gehörst dann, weil wir uns nicht angreifen, so. Außer vorhin. Dann ist was anderes, wo er dann vielleicht gedacht hätte, okay, ich greif mal an. Frohes Neues in 3, 2, 1, frohes Neues! Aber ich muss... ich hab das schon. Aber wir müssen noch ein paar Minuten warten, ne? Ja. Weil, ich sag mal so, das wird jetzt ein langer Akt. So ein bisschen. Noch 10 Stunden im In-Game. Ja, in-game 10 Stunden. Deswegen. Und deswegen, sag ich mal so, das würde ich nicht schneiden. Wie manche das machen, ne? Die machen Zeitraffer. Und dann sagen die, du musst da und da hin, ne? Dass er überhaupt spawnt. Auf jeden Fall 2 YouTuber habe ich bei denen das gesehen. Und deswegen, als er bei meinem zweiten Account, den ich ja habe, da habe ich es ausprobiert und ich habe mich voll erschrocken. Obwohl ich nicht beim Flughafen war, wo die vorgeschrieben haben. Ja, ich habe mich da schön an meine Spielhalle gechillt. Alles schön und gut. Ich merke es nicht. Und der Killer stand hinter mir schon. Ja, egal wo du stehst. Ist der lebende Beweis, dass egal wo du bist, der kommt dahin. Ich stell mir vor, mein Charakter sitzt auf dem Klo und der kommt auf einmal. Direkt vor dir. Was willst du? Ich bin gerade auf Kacken, lass mich in Ruhe kacken. Eben. Lass mich mal in Ruhe kacken, bitte. Und dann sagst du am Ende, lass mich mal in Ruhe mein Kreuzworträtsel. Ja, während ich kacke. Wenn ich scheißen muss. Ah. Na, siehst du, spielt in Ruhe. Solange es friedlich ist, spielt er in Ruhe. Das kann ich dir wirklich in die Hand ins Feuer legen. Weil er so oder so in meine Crew gehört. Knapp 9 Stunden noch. Ne, 8. Endgame Stunden. Ja. Alter, das wird aber ein richtiger langer Abend. Ja.
Im echten Leben ist es ja nur ein paar Minuten, die man warten muss, ne? Ja, und ich stell mir vor, in der Realität, wir sind draußen, machen Pause und auf einmal steht hinter uns. Ja, das war richtig mies. Im echten Leben hat er uns gefunden. Jetzt verpiss ich euch beide. Alter, ich hätte schreien weglaufen. Ich Ich hätte auch. vor ein Selfie gemacht und dann abgehauen. Direkt YouTube live gehen. Ich werde verfolgt. Ich bin da schon so bildlich vor. Ey. Wir sind wir beide am Arsch. Ja, richtig. Wenn das wirklich echt ein Leben wäre, ey. Ich würde bekloppt werden. Junge, denn die glauben die uns das alles nicht. Direkt Beweis. Der liegt da. Komm einfach die Ich hab. Nase rein. Man wäre zur Legende geworden, wenn das im echten Leben wäre. Direkt. Du hättest den goldenen Preis bekommen. Und so. Stell dir mal Wie vor. können. Stell dir mal vor, er spawnt direkt in der Lücke da, jetzt so von dem Teil und mir. Und so deck direkter Kill. Junge, der killt uns beide. Du siehst ihn ja nicht. Nee. Aber ich krieg's mit, wenn der dich umbringt. Ja. Ah, kennst du dieses komische Lied Wünsch dir was, Alter? Wünscht dir was? Ja, sag mir irgendwie was. Voll gestört, aber geil. Ich müsste es mir anhören, um zu sagen, wie es ist. Ach ja, kenne ich. Kennst du? Ja. Alter, das ist voll unheimlich, dieses Lied. Der Hintergrund macht es nur schlimm. Mit den Ja. Kindern. Sag ich mal so. Bisschen, finde ich so. Hey, kennst du El Macro? Kevin. Weiß ich jetzt nicht. Das ist auch ein YouTuber, der macht dieses Slenderman-Pranks ging zu weit. Musst du den mal reinziehen? Musst du mir mal schicken. Werd ich machen, werde ich jetzt machen. So, wo steckt die Seegurke? Ey, du Seegurke. 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 Guck ich mir schon später an, ne? Ja, Mann. Sonst muss ich dich Nee, gleich verprügeln. nee. Sonst komm gleich. Wenn du das machst, weißt du, was kommt? Feuerwerk. Was? Feuerwerk gegen Feuerwerk. Neues. Wir müssen gleichzeitig versuchen zu schießen. Warte. Drei. Zwei. Los. Oh, scheiße. Ja, ich hab ein kleines Stick zu spät. Und los. Ja, Mann. Und los. Los. Ja. Ja, Mann. Und los. Alter, guck mal, wie weit die fliegt. Ach, meine Machete, wo? Da. Killer gegen Ey. Killer. Ja, nimm meine MK2-Waffe. Ey, wollen wir irgendwelche Waschbeckenheile machen? Warte mal. Der Klempner-Trupp, Der Kleppner Kevin komm. und der Schlangenaufbrecher. Hehehehe. Hehehehe. Ey,
Junge, ich habe. Guck mal, in der Gefechts-MG. Kennst du den Spruch, du kommst mit Messer bei der Waffenschießerei? Ja, stell dir mal vor, eine Schießerei und du kommst nur mit Handgranaten. Mit einer Leuchtpistole. Schöne Grüße, wo habe ich das bestellt? Und? Hat er alle Knöpfe gemacht? Muss ich mal Ja, gucken. alle Knöpfe da. Ah, nett von Ihnen. So, und du sollst dann nicht, wenn du Chips essen tust oder sonst irgendwas, sollst du nicht mit deinem Hey. fettigen Handy da reden. Was hat die gesagt? Ansonsten dann deine Hände waschen. Ist das Bibis? Ich Er kenne hat meinen den dann Bruder so bloß an auseinander gehabt. Fußabdrücken. Und ich habe ihn dann auch nochmal frisch. Vor dem ganzen Ich Mal schieße hingeschmissen, die wieder Beine durch. frisch, ne? Weil ja da die Musik und sowas drauf ist und so. Da gehen wir mal im Mai. Vielleicht dann dabei und dann hebt er mir die ganzen Lieder halt runter. Dann macht er mir die auf eine andere Festplatte. Ah, scheiße, ich brenne. Ich weiß, ich bin nett. Alter, ich hab die Nein, Brechstange die ist schon noch wieder. nicht am Schlafen, ist sie. Ja, du hast schon das Westding an. Ey, wollen wir irgendwie Mittelalter spielen? Hm. Wir gehen Holzhacken. Ey! Ich will nicht, dass er hinter mir spawnt. Mit den Steinen hast du einen Zugriff auf die Fähigkeit Randale. Hä? Kannst du mir erklären, was das heißt? Dass du mehr aushältst. Wie meinst du das jetzt genau? Warte mal, komm mal her. Scheiße, jetzt auf den Killer. Wieder. Was hast du? Ja, okay. Als Was wenn hat das jetzt? du mit Trevor seine Fähigkeit aktivierst. Er hält dann auch mehr aus, ne? Vorübergehend. Hm. Sag mal, wo stehst du? Wie läufst du? Alter, ist sie das hier schon mal? Comeback when your story is complete. Hä? Hm? Da steht irgendwas in Hm? Schrift und ist unten ist so ein komischer Kreis. Das heißt, komm wieder, wenn du deine Story komplett ist. Ich hab doch meine Story komplett. Story-Modus, ne? Ja, ich hab die Story-Modus alles komplett. Aber da ist jetzt nicht Dann irgendwas spawnt passiert. da oben dann dieser UFO? ja Oder dieses Auge? UFO ist das Auge. Alter, guck mal, mein Spiel an die Arme an. Junge, sind das Muskeln. Braucht er aber der Killer aber lange für die Uhrzeit. 13:30. Zieht sich das Video aber in die Länge. Hauptsache, die Leute liken deine Videos. Liken, liken, liken. Glaube, ich muss auch mal was trinken. Willst du die Aussicht darum genießen? Ja, so ein bisschen. Alter, jetzt guck mal, Menschen. Ja. Menschen. Da auch. Fick dich. Boah, Doppelkill. Doppelkill. Ach, da hinten, ne? Da, da. Ja. Komm her, du kleiner Furzgesicht. Ich bring dich um. Ey! Jo! Vollschwitzen in den Schritt geballert. Ey, das ist bei der Hausbombe.
Lass oder stirb heißt es. Ich hab ihn weggekickt. Ich gehe mal zu den Menschen da, ob die noch leben oder nicht mehr. Ey, ich komme gleich wieder, ich muss was überprüfen. Ey! hallo, seid ihr tot? Ey, ich bin keine Leiche. Mensch. Nein? Nein! Ich werde jetzt nochmal der Junge! Ey, oh, ich hab noch überlebt, ich hab aber noch überlebt. Grad noch so eben. Alter, hab ich dich irgendwo getroffen? Ich hab doch grad noch so überlebt. Hä? Wie das? Sag was doch. Ey, warum stehe ich hier noch? Hast mich jetzt drauf, aber voll viel Schaden, aber. Guck mal da hinten. Das ist mein Deutsch ist scheiße. Ja. Oh, ein ganz harter Junge. Oh. Ich flieg mich da oben jetzt hoch. Genau so. Nein, lass mal, Kevin, ich will was testen. Meinst du aufs Dach? Ja, da wollte ich schon die ganze Zeit hoch. Ich bin Germany Next Top Model. Ha! Ha, ich kann's besser. Also das Geilste wäre, wenn man jetzt hier rauf könnte. Oh, du Wichser. Ich nehm nur Rache. 6 gegen 6. Das wird reichen. Ja. Das war die Rache. Sag mal, wo bist du da? Kevin, 15:30 haben wir es gleich im Spiel. Ja. Kann ich mich mal sehen? Kann ich mich seelisch hier schon mal vorbereiten? Ja, ich chill noch mal oben mal eben auf dem Dach. Komm. Ich will mal wissen, ob er auch aufs Dach kommt. Ja. Noch besser. Ah, aber nicht so. Genial! Ich wollte auf die Antennen. Ich wollte die überprüfen, ob die noch in Ordnung sind. Und gleich erschrecke ich mich so. Junge. Gleich werde ich gefistet. Junge, du bist gleich in den Arsch gefickt. So genau wollte ich es nicht sagen. Ich schon. Warte, ich will das live miterleben. Ah! Ah nein! Du scheiß Spieler, bleib doch jetzt mal drauf. Nee. Spiel sagt nein. Der Computer sagt nein. So, Kevin, jetzt werden wir mal richtige Klempner sein. Mit die Rohrzange. Komm her. Komm her, Internet. Wir müssen dich mal reparieren. Komm her. Junge, Synchron, Synchron. Hä? Ich schreib doch nicht mal. Ey, ich stell dir jetzt mal vor, das kippt jetzt ein Möchchen um. Oh, wär jetzt richtig mies. Dann wissen wir, das ist realistisch. WLAN ist wieder heile. Nein, die Stelle noch, also alles heile. Ja, und diese Stelle hier müssen wir mal weg aufschießen. So, alles heile wieder. Kevin, Überprüfung.
Überprüfung. Funktioniert, funktioniert. Ja. Ich habe einen Störsender zerstört. Sind wieder? Ja. Wunderbar. Oh. Du hast es mit deinem Unterfall, ne? Ja, Mann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Kevin, wir haben 17 Uhr gleich. Um 19 Uhr kommt er. Ja. Jetzt musst du dich vorbereiten. Bleib oben auf dem Dach. Ja. Stell dir mal vor, der spawnt trotzdem direkt hinter mir. Alter. Und fistet mich eine Runde. Junge, er nimmt dich von anal. Ja. Du stehst auf sowas, ne? Ohne Gleitgel. Richtig hardcore. Und zwar im Schlaf. Alter, wir hinterlassen Fußabdrücke. Ja. Fällt dir aber früh auf. Nee, das sieht voll geil aus. Hallo, ich will ins WLAN reichen. Aber wir brauchen Öl. Öl, 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 Öl. Schnee auf Schnee. Oh. Funktioniert. Nein. Schafft die Satellitenschüssel zu treffen, der hat gewonnen. Getroffen. 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 Junge. Oh, sorry. Ich wollte stehen. Hä? Was haben wir gemacht? Weiter geht's. Flocky. Junge, ich will kein Schneeball spielen. Ich warte, ich will was austesten. Oh, das war eine Granate. Ich hab das für eine Schneekugel. Ich hab das schon mal gerade gemacht. Hey. Hä? Verdammt, ich muss wieder schnell aufs Dach kommen. Die Zeit brennt. Ja. Wer ist schneller, die Zeit oder ich? Kevin, Kevin, Kevin. Ja, Kevin, Kevin. Und direkt, wo ich Kevin jetzt rauf will, ne, kommt er an, ne? Da. Ich hab jetzt irgendwie Befürchtung, dass er gleich hinter mir kommt. Steht. Junge, dann wäre ich am Arsch. Mal, dauert nicht mehr lange. Nein, gleich ist es soweit. Ja. Kevin! Wie gesagt, auf der Stream wird richtig lange dauern. So ein Let's Play jetzt. Kevin, let's play. Ich muss auch morgen neue Videos machen. Ein paar Sekunden noch. 3, 2, nee, 2, 1, 1. Jetzt müsst ihr spawnen. 0, frohes Neues. Ja, so ungefähr. Hä? Er kommt, er spawnt direkt nicht auf dem Dach. Frohes Neues, Kevin, frohes Neues. Er ist nicht auf dem Dach. Er ist nicht auf dem Dach. Ja doch. Die laufen da welche. Nee, weil du geschossen hast. Ich hab doch keine Waffe.
alles, was ich noch habe, ist eine Baseballschläger. Doch! Doch, 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 doch. Nee, der ist nicht auf dem Dach. Hä? Ich habe doch der Spot auch auf dem. Bei mir hat der jetzt mal auf dem Dach gespawnt. Nein, er denkt, ich wäre unten. Ist der da unten irgendwie? Ja. Ich habe ihn gefistet. Er kommt doch. Doch. Er kommt aber nicht dort, wo du. Wie. Auf dem Dach oder so. Ich komm her, Junge. Junge, komm her. Jetzt ist er da. Komm her, Junge. Ich hab mich. So. Sag mir nicht, dass du den machst. So. Und hast du deine goldene Revolver, deine Navy Revolver? Ja. Da ist sie. Jawohl. Und das ist der lebende Beweis, ne? Da siehst du die Machete, ne? Da ist er. Das ist der lebende Beweis. Da, dass man nicht auf zum Flughafen muss. Der spawnt überall. Eine Schweigeminute. Komm her. Eine Schweigeminute für ihn. Eine einzige Schweigeminute. Hör jetzt raus. Genug Mitleid. Stopp. Oh, ein kleines Feuerchen. Nein, nein. Nicht auf ihn. Nicht auf ihn. Nee. Nicht auf ihn. Junge. Tag. Nee. Tag. Das, das. Uff, uff. Aber ich hab. Ja, ich hab dir jetzt bewiesen, dass er wirklich überall spawnt. Außer jetzt ja, auf dem Dach von Montiliat, von hier. Das ist das irritierendste Rätsel. Das Auge da oben habe ich schon gesehen.